Hi Manuela, freut mich sehr, mit dir heute sprechen zu dürfen. Schön, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst, heute bei unserem Podcast A Winning Mindset – Lessons from the Paralympics deine Erfahrungen mit uns zu teilen. Ja, die meisten Leute kennen dich wahrscheinlich schon. Deine wahnsinnig inspirierende Geschichte und deine vielen Erfolge sprechen für sich. Nichtsdestotrotz haben wir sicherlich auch ein paar Zuhörer, die noch nicht deine ganze Geschichte kennen. Du bist geborene Schweizerin und hast damals in jungen Jahren eine sehr außergewöhnliche Erfahrung gemacht. Kannst du uns dazu mehr erzählen? Genau, ich war 1993, mit 9 Jahren war ich bei einer Freundin zu einer Geburtstagsparty eingeladen, bei ihr zu Hause. Da haben wir 7 Kinder im Garten gespielt und die hatten so eine selbstgebaute Schaukel. Die war leider zu wenig im Boden verankert und da es die Tage zuvor fest geregnet hat, war der Boden weich und ist unter dem Gewicht von uns Kindern eingestürzt und hat mich ungünstig am Rücken getroffen und seither bin ich querschnittgelähmt. Ja, wirklich eine schreckliche Sache, die damals auf der Kindergeburtstagsfeier passiert ist. Das ist ja wirklich das Letzte, was man sich eigentlich von so einer positiven Feier erhofft. Wie hat es sich damals, vor allem in den jungen Jahren, angefühlt, als sich im Leben alles so ja, plötzlich und auch heftig änderte? Ja, es war natürlich ein riesen Einschnitt ins Leben. Nicht nur von mir, aber von meiner ganzen Familie. Es hat sich alles verändert. Die Zeit war schlimm, als ich im Spital war, weil ich auch so, ich hatte Heimweh. Man ist doch mit 9 Jahren 6 Monate von zu Hause weg. Es geht einem körperlich nicht so gut, es geht einem psychisch auch nicht so gut. Das war bestimmt eine sehr schlimme Zeit für mich. Aber ich hatte wirklich ein sehr gutes Umfeld. Meine Familie konnte mich jeden Tag besuchen und deshalb war das ein großer Vorteil für mich. Ja, auf jeden Fall ein Wahnsinnsvorteil, dass deine Familie und deine Freunde so für dich da waren, dich so unterstützt haben, dich so an der Hand genommen haben. Du hast dich ja dann damals auch dazu entschieden, den Weg einzuschlagen, Leistungssportlerin zu werden. Wie hast du diese Entscheidung damals getroffen, beziehungsweise was motivierte dich denn damals, Leistungssportlerin zu werden und wie hast du dann auch den Bezug zum Wheelchair Racing gefunden? Zuerst einmal war es einfach wirklich eine Möglichkeit für mich, mich körperlich zu betätigen. Also ich hatte da zum Glück die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Sportarten auszuprobieren, noch als ich im Spital war. Also sie legten da bei der Rehabilitation großen Wert darauf, dass die Patienten sich auch sportlich und körperlich betätigen, weil das einfach ein großer Vorteil ist im Alltag, auch wenn man gewisse Fitness hat und Kraft hat, auch die Transfers und das den Alltag zu bewältigen. Und da ich vor meinem Unfall in der Läuferriege war, also schon in der Leichtathletik zu Hause war, war der Rennrodelsport sehr naheliegend und es kam dazu, dass wir in der Schweiz zu dieser Zeit ein großes Team hatten mit großen Namen auch, Legenden wie Heinz Frey und Franz Niedlisbach, die mich da ein bisschen an der Hand genommen haben und mich in ihre Gruppe integriert haben. Und das war zuerst einfach auch ein sozialer Aspekt, also irgendwo in eine Gruppe eingebunden zu sein, wo man auch nicht anders ist als die anderen. Die waren fröhlich, die waren happy, die waren lustig. Und das war für mich einfach auch ein Zeichen oder einfach so wertvoll zu sehen, dass man nach so einem Unfall auch wieder ein glückliches Leben haben kann. Und das war so, ich fühlte mich da einfach in dieser Gruppe sehr wohl und so bin ich immer mehr da reingerutscht. Aber das war natürlich zu Beginn auf einem sehr tiefen Niveau. Das war wirklich nur fast Bewegungstherapie oder wieder eine gewisse Fitness zu erlangen. Aber wirklich leistungsorientiert war das noch lange nicht. Das kam erst später dazu. Würdest du in der Hinsicht dann auch sagen, dass der Sport an sich dir damals geholfen hat, nach dem Unfall wieder ins Leben zu finden? Ja, natürlich. Also nicht nur der Sport, sondern eben auch die Leute, die da im Sport involviert waren. Und ich denke, es ist ja für jeden Mensch ist es wichtig, sich zu bewegen. Also man weiß, dass es Depressionen vorbeugt und dass es einfach einem seelisch und auch körperlich gut tut, wenn man sich regelmäßig bewegt.
Und das ist natürlich in so einer Phase vom Leben umso wichtiger, dass man diesen Ausgleich auch hat oder dass man auch sich einfach körperliche Ziele setzen kann, was man wieder erreichen möchte und etwas hat, woran man arbeiten kann, wo man auch Einfluss drauf hat und selbst bestimmen kann. Und ja, ich war immer sportlich, schon seit ich denken kann. Und deshalb war das sehr wichtig, dass ich da irgendeine Form finde, wo ich das wieder ausleben kann, weil ich glaube, wenn man einfach sportbegeistert ist, dann ja, nimmt einem so ein Vorfall das nicht weg. Das bleibt ja in einem drin. Und ja, es galt einfach etwas zu finden, wo ich das am besten ausleben kann. Ja, also das kann ich persönlich auch sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch eine wahnsinnig begeisterte Sportlerin. Natürlich nicht auf so einem hohen Niveau wie du, aber ich kann das trotzdem alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Und du bist ja dann auch sehr erfolgreich gewesen, beziehungsweise bist immer noch sehr erfolgreich und hast unter anderem jetzt auch schon bei 4 Paralympischen Spielen mitgemacht. Unter anderem 2004 in Athen, wo du einmal Silber und Bronze gewonnen hast. Und Beijing 2008, wobei du eine weitere Bronzemedaille mit nach Hause bringen konntest. Wie gehst du denn mit diesem Erfolg um? Und was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Aspekte, um motiviert zu bleiben und auch vielleicht diese Leistung ein bisschen zu managen? Ja, ich glaube, ich bin einfach ein Wettkampftyp. Also ich liebe diese Herausforderung und ich liebe es, mir Ziele zu setzen und dann daran zu arbeiten und dieses möglichst perfekt zu erreichen. Das sind so Prozesse, die mir sehr wichtig sind und die mich einfach an sich schon motivieren. Also auch der Weg dahin ist schon für mich schön und wichtig und ja, wenn man etwas erreicht hat, dann möchte man immer mehr und mehr und es gibt immer etwas, das man erreichen kann. Und deshalb ist es nie eine Frage, dass ich bis jetzt die Motivation verloren hätte oder so. Oder manchmal kommt diese Frage, ja, du hast ja alles erreicht. Also es gibt immer noch mehr, das man erreichen kann. Und von dem her, ja, hatte ich nie Motivationsprobleme. Sky's the limit. And even if we shoot for the moon, we land among the stars. Also ich glaube, diese Einstellung, die du auch hast, ist wahnsinnig wichtig, vor allem als Leistungssportler. Du hast ge gemeint, dass du dir auch gerne Ziele setzt. Könntest du uns denn von einem deiner aktuellen Ziele erzählen? Ja, eigentlich wäre 2020 so mein Jahr geplant gewesen, aber kam ja alles etwas anders. Ja, ich hoffe sehr, sehr, dass die Paralympics nächstes Jahr stattfinden können. Ja, wie auch immer oder unter welchen Bedingungen auch immer. Ja, das ist schon ein großes Ziel, die Paralympics in Tokio und da Medaillen zu gewinnen, weil ja. 2012 in London ging ich leer aus und auch in Rio 2016 bin ich mit leeren Händen nach Hause gefahren und deshalb ist das schon noch so, ja, da habe ich noch eine Rechnung offen mit den Paralympischen Spielen, das ist schon so und das ist so, ja, das ist mir im Moment sehr wichtig. Dann wünschen wir dir von Herzen natürlich ganz viel Glück dabei, Manuela, und vor allem für das neue Jahr. Als abschließendes Wort stelle ich immer sehr gerne die Frage, ob du ja, vielleicht ein Lieblingszitat oder einen Lieblingsrat hast, den du uns und unseren Zuhörern heute mitgeben kannst. Ich habe mal irgendwo gelesen, never ask for it more than you work for it. Und ich glaube, das beschreibt so ziemlich genau meine Einstellung. Also ich glaube, es gibt nichts gratis im Leben und man muss bereit sein, ja, zu arbeiten für Ziele, die man erreichen möchte. Und ich glaube auch, wenn man Sachen erreicht, für die man nicht arbeiten musste, hat das nicht denselben Stellenwert. Und ich glaube, ja, das ist so ein Kreislauf im Leben, den man auf alles anwenden kann. Ja, Manuela, eine wahnsinnig motivierte und ehrgeizige Sportlerin durften wir heute kennenlernen. Vielen, vielen Dank für deine offenen Worte. Ich konnte persönlich daraus sehr viel Inspiration ziehen. Ich denke, unseren Zuhörern ging es da wahrscheinlich nicht anders. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war wirklich fantastisch, mit dir zu sprechen. Dankeschön.